didn't even get to cross. Was geht ab, YouTube, und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch exotische Gegenstände präsentieren, die demnächst ins Spiel kommen, und zwar mit 330 Licht. Das sind nicht nur exotische Gegenstände, die wir noch gar nicht kennen, sondern auch alte exotische Gegenstände aus Jahr 1, die ins Jahr 2 übernommen werden, aber noch einen kleinen Bonus mit dazu bekommen. Diese werde ich euch ebenfalls halt zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal direkt los mit dem ersten Item beim Warlock. Herz des Praxianischen Feuers kennen wir ja aus Jahr 1, wird jetzt in Jahr 2 mit 330 Verteidigung übernommen. Aber auch nicht so ganz einfach, sondern es kommt ein kleiner netter Bonus dazu. Früher war es ja so, dass nur die Fähigkeit Abklingszeiten verringert worden sind. Jetzt kommt aber auch noch eine erhöhte Agilität, wenn wir die Super aktiviert haben. Es ist auch nicht der einzige Gegenstand, der so einen netten Bonus dazu hat. Mal schauen, was sonst noch so auf uns wartet. Ophidianischer Aspekt, ein komplett neues Item, richtig geile Handschuhe, verbessert Abschöpfen und Waffen sind sehr schnell bereit und laden sehr schnell nach. Also ich denke mal, die werden richtig, richtig beliebt sein, denn schneller nachladen mit allen Waffen ist schon mal richtig cool. Man muss dann nicht mehr irgendwelche Handschuhe sammeln, die dann Impulsgewehr oder Shotguns schneller nachladen oder sonstiges. Hier ist dann alles erhöht. So, der, die, das, Astrozyt, wär's, ich weiß es leider nicht, tut mir leid, falls ich hier eine Aussprache oder grammatikalischen Fehler bei diesen Ausrüstungsgegenständen machen, denn die sagen mir in der deutschen Sprache nicht allzu viel. Jedenfalls verringert die Ablenkzeit des Kurzteleports und erhöht die zurückgelegte Distanz. Da fällt mir nur eine Sache ein: PvP, Shotguns, ab geht's. Der Widder ist wieder mit am Start, Leute. Viele haben sich das gewünscht und freuen sich wahrscheinlich jetzt, wenn sie das hier sehen und erfahren. Und er war auch so schon ziemlich beliebt und gut, aber er hat natürlich auch noch einen Bonus mit dazu bekommen. Leere Läuferangriffe verursachen bei Treffern Lebensraub. Früher war es nur der Nahkampfangriff, jetzt sind es alle, also auch die Super und die Granate. Echt der Hammer, ich freue mich echt auf den Helm und ja, kommen wir zum nächsten. Endlich mal Schuhe für den Warlock, exotische Schuhe, so wird Xur vielleicht auch mal exotische Engramme mit dabei haben. Und ja, der Bonus hierbei, du bewegst dich schneller, wenn du geduckt bist für die Camper. Beim Aufheben der Munition wird automatisch die passende Waffe nachgeladen. Auch ganz nett, denke ich mal. Und ja, das war es auch schon zum Warlock. Kommen wir zum nächsten Charakter. Der Titan hat nicht allzu viele Ausrüstungsgegenstände, aber zum Beispiel hier die Dämmerbruch Garnison, eine komplett neue Rüstung, die wir noch gar nicht kennen. Drücke Kreis, Kreis, während du in der Luft bist, um auszuweichen. Kreis, Kreis, weil ich das einfach aus den Videos kenne. Steht hier zwar nicht da, aber wird so sein. Da könnt ihr mir vertrauen. Ob das Ganze nützlich ist, werden wir dann erst sehen, wenn wir die Rüstung auch wirklich haben. Klingt aber ganz interessant, also schön gespannt bleiben. Die dünnen Wanderer, man hätte die Dinger auch Usain Bolt Starter Pack nennen können. Erhöhter Sprint sowie erhöhte Rutschweite, bewegst dich schneller mit zielender Waffe, kleinerer Wenderadius beim Sprinten. Also damit ist der Titan wirklich schön schnell unterwegs, schön wendig. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Schuhe. Kommen wir zum nächsten Item. Die Targomizer, auch komplett neue Handschuhe für den Titan, haben den Boni Chaosfaustkills, laden deinen Nahkampf wieder auf, Nahkampfkills, laden deine Chaosfaust wieder auf und du erhältst eine zusätzliche Nahkampfaufladung. Klingt, denke ich mal, ganz interessant. Wir werden sehen, wie das Ganze sich spielt. Und zu guter Letzt der Jäger, hier mit der ATS-8 Tarantella. Ja, die Rüstung kennen wir schon aus Gerüchten. Arkusschaden von Lakaien der Dunkelheit ist reduziert. Arkusgranaten sowie Arkusklinge laden schneller auf. Ja, man kriegt einfach weniger Schaden durch jeglichen Arkus-Burn-Angriff von den Gegnern. Also Lakaien der Dunkelheit sind halt alle Gegner mit gemeint. Und ja, Arkusgranaten, Arkusklinge laden sich schneller auf, ist, denke ich mal, selbstverständlich. Kepris Stachel, das Ding kennen wir aus Jahr 1. Hatte den Boni, wenn man sich unsichtbar hinduckt und wird man nach einer gewissen Zeit unsichtbar. Hier ist der Vorteil, man wird sofort unsichtbar, wenn man sich hinduckt. Allerdings glaube ich, dass man dann nicht unsichtbar rumlaufen kann. Also wenn man wieder aufsteht, ist man wieder sichtbar. Es wäre natürlich sonst übertrieben und so ist es, denke ich mal, im gesunden Verhältnis Vor- und Nachteil. Ja, schauen wir mal weiter.
Achlo-Dingster-Pumster-Symbiont-Zungenbrecher. Jedenfalls ist der wieder im Jahr 2 dabei mit 330 Verteidigungen. Das werden die Revolverheld-Fans richtig feiern, denke ich mal. Hat keinen weiteren Bonus dazu bekommen, aber ich denke mal, dass er mit 330 Licht dabei ist, ist schon gut genug. Der ATS-8 Archenoid, und zwar kennen wir das ja aus Jahr 1, so ziemlich der unnötigste Helm überhaupt. Wenn man mit der goldenen Kanone gezielt hat, wurde es stärker reingezoomt. Nicht wirklich sinnvoll, aber die Jahr 2 Ausgabe hat einen kleinen netten Bonus dazu bekommen, und zwar die goldene Kanone hält länger an, was richtig, richtig geil ist, wie ich finde. Zu guter Letzt, Knochen von EAO sind wieder dabei in Jahr 2, sprich man kann wieder richtig schön rumspringen, und die Leute, die bei Oryx bei den Plattformen Schwierigkeiten haben, sollten damit auch keine mehr haben. Ja, es kommt kein neuer Bonus dazu, wie gesagt, einfach nur 330 Licht in Jahr 2 wieder dabei. So, das waren dann alle nennenswerten Items, die jetzt in nächster Zukunft ins Spiel kommen werden. Wer sich das Ganze nochmal detaillierter anschauen möchte, kann gerne den Link in der Videobeschreibung betätigen und sich das nochmal in Ruhe angucken. Ich würde sagen, das soll es an dieser Stelle auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr keine weiteren Destiny-Tipps, Tricks, Guides, Glitches und sonstiges verpassen wollt, abonnieren lohnt sich. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal auf Venero TV.